Nachdem Puls4-Küchenchef Oliver Hoffinger seinen Abnehm-Selbstversuch erfolgreich bestanden hat und in 15 Wochen ganze 15 Kilo abgenommen hat, ist jetzt jemand anderer dran. Café Puls Wetterfee Verena Schneider. Sie hält sich bereits seit einer Woche an die smarte Ernährung und wir werden gleich sehen, wie viel das in der ersten Woche gebracht hat. Vorher wird es aber mit einem wunderbaren Zwiebelrostbraten noch deftig geschmackig und vegan. Ja, wir fahren nun die ganz schweren Geschütze auf. Jetzt im Koch mit Oliver, Olivers Wirtshausküche. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver. Sie wissen ganz bestimmt, es gibt ein neues Format auf Puls 4 und das heißt Dorf braucht Wirt. Das startet übrigens morgen und deswegen ist das große Thema bei uns natürlich auch Olivers Wirtshausküche. Ich bin ganz stolz, dass ich heute einen wirklich großartigen Wirten aus Österreich bei mir zu Gast habe. In Sachen Wirtshauskultur ist dieser Mann ein echtes Schwergewicht. Karl Schillinger, der von seinen Gästen und Freunden auch zärtlich Charlie genannt wird. Sein Gasthaus, Schillinger, macht das kleine Dorf Großmogel im Weinviertel zum Mekka aller Freunde der fleischlosen Küche. Denn das Lokal ist, genauso wie der Wirt, seit Jahrzehnten vollkommen vegan. Niegelnagelneu ist Schillingers jüngstes Baby. In der Wiener Swing Kitchen bekommt man seit kurzem Burger, Pommes und Co. Und auch hier wird auf alles Tierische verzichtet. Und trotzdem, oder gerade deshalb, steppt auch hier der Bär. Charlie, freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, freue mich sehr. Es geht ja heute um vegane Küche. Ja. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass man sagt, also prinzipiell ist österreichische Wirtshausküche nicht vegan. Ja? Was werden wir denn heute machen? Wir machen heute einen Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffel. Und wie soll das vegan funktionieren? Das kann ich mir schon mal gar nicht vorstellen. Also wir werden das übliche Fleisch werden wir durch ein Sojaprodukt ersetzen. Okay. Das ist so der Grundtenor unserer Küche. Wir machen sehr viel Hausmannskost und alles auf Soja- oder Weizenbasis. Für Oliver Hoffinger, einem Menschen auf Fleischbasis, ist die vegane Küche eher, sagen wir mal, neu. Denn bei aller Liebe zu Gemüse, Getreide oder Tofu, Oliver entdeckt gerne das Tier in sich. Und zwar gegart, gebraten, gekocht und so weiter. Aber seine Begegnung mit dem Tofu-Fleisch überrascht ihn schon von Anfang an. Riecht sensationell, ein bisschen geräuchert, oder? Es ist ein bisschen geräuchert, ja. Und es ist sehr viel schwarzer Pfeffer drin. Mhm. Und ansonsten ist es gesäuertes Soja-Eiweiß. Okay. Und schmeckt nach Rindfleisch? Rindschwein, so in die Richtung jetzt gehen, ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Gut, wir fangen mit der Soße an. Und während nun also etwas Zwiebel in die Pfanne kommt, wundert sich Oliver immer noch ein wenig, wie das mit dem veganen Zwiebelrostbraten funktionieren soll. Wir haben die Suppe, die wird bei uns genauso gemacht wie eine Rindsuppe. Aber ohne Rind natürlich. Ohne Rind, ohne Knochen. Und stattdessen schneiden wir einfach einen Zwiebel in der Hälfte durch, mit Schale, rösten den Kohl schwarz an. Damit haben wir dann auch diese Bitterstoffe und diese Röststoffe am Boden. Und dann geht es ganz normal weiter mit Wurzelwerk und so, wie du es eh kennst. Okay, also ihr macht quasi ein Gemüsefutter, ein bisschen nach Rindsuppe schmeckt, obwohl kein Rind drin ist. Genau, also durch diesen kräftigen Zwiebelgeschmack hat man wirklich diese Deftigkeit, die man sonst vermissen würde. Und deftig muss es natürlich schon sein, damit der Zwiebelrostbraten Spaß macht. Wir sind doch bitte nicht auf Diät. Und ansonsten ist es natürlich wichtig, dass man hier die Zwiebel wirklich sehr, sehr stark anröstet, sehr dunkel. Vollkommen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, du bist doch jemand, der das auch wirklich lebt. Du isst vegan, oder? Ja. Wie lang schon? Seit 15, 16 Jahren. Wie willst du wissen, wie Rindsuppe schmeckt? Ha! Unser Koch. Wir haben wirklich einen sehr guten Koch, den Franz Hanning, Großmogel. Okay. Und der ist immer noch omnivor und der sagt uns immer genau, wie es sein muss. Der ist beides, ja. Damit der Zwiebel noch intensivere Röstaromen entwickeln kann, wird diese jetzt mit einer Prise Zucker bestreut. Und Oliver spricht nun den Elefanten im Raum an. Konkret die Tatsache, dass Charlie Schillinger nicht ganz dem entspricht, was man sich sonst unter einem veganen Koch vorstellt. Ich meine, du wirst mir jetzt nicht böse sein, aber eins muss ich schon sagen. Du bist ein Garant dafür, dass vegetarische Küche nicht bedeutet, dass sie kalorienarm ist, oder? Ja, ja, das stimmt. Also, ich kenne ja. Man sieht es ein bisschen. Ein bisschen, ja, okay. Ein bisschen ist okay. Ja. Also, ich kenne ja Kochsendungen, vegane Kochsendungen gibt es in Kalifornien und in England schon wie wild, aber da stehen einmal zwei so dünne hier. Ja, das finde ich auch gar nicht gut. Ich finde, dass ein Koch darf ein bisschen was haben, ja, ja. Obwohl der in letzter Zeit 15 Kilo abgenommen hat. Ich finde auch, dass das sehr sympathisch ist, wenn jemand gerne isst, weil das heißt, dass er wirklich seine Leidenschaft reinsteckt. Ja, das ist auf alle Fälle, ja, hundertprozentig. Und damit unsere Zwiebeln auch leidenschaftlich schmecken, werden sie noch einmal kurz gezuckert und unter ständigem Rühren beständig dunkel geröstet. Für Oliver geht es indes an die klassische Beilage.
Bratkartoffeln. Jetzt gibt es zwei Methoden, wie Sie diese Bratkartoffeln machen können. Sie können sie quasi frisch, also ungekocht, verwenden und dann braucht es ein bisschen länger im Rohr. Sie kennen die Methode, wenn Sie regelmäßig meine Sendung schauen, oder in dem Fall sind sie ein bisschen vorgekocht und die werden wir einfach in der Pfanne braten, schön knusprig werden. Jetzt sollten wir weiter tun, ne? Jetzt weiter tun, genau. Okay, jetzt kommt dazu Tomatenmark. Tomatenmark, ganz wichtig, ja. Muss gar nicht zu viel sein, ein bisschen was. Aha. Es folgen noch ein Teelöffel Mehl für die Bindung und ein großzügiger Schuss guten Rotweins für die Intensität. Bei der Qualität des Kochweins gibt es übrigens eine goldene Regel. Verkochen Sie nur Wein, den Sie auch trinken würden. Alles andere ist Fusel. Und jetzt kommt die Suppe drauf, ne? Die Suppe ablöschen und dann. Und dann lassen wir es wirklich ganz schön reduzieren. Wird das dann zum Schluss noch aufgemixt? Nein. Okay, es bleibt so wie es ist. Bleibt wie es ist. Super gut. Und während die Soße für den Zwiebelrostbraten langsam reduziert und Oliver die Kartoffeln schält, bahnt sich in unserer Küche ein fast schon philosophisches Gespräch an. Sag mal, aber was mich natürlich interessiert ist, wie kommt man drauf, dass man Veganer wird? Ich habe mit 20 Jahren, war das, ich war 20 Jahre alt, habe ich einer Schlachtung beigewohnt von einem Kalb. Okay. Und das war so arg, was das Tier da mitgemacht hat, ja, dass ich mir gedacht habe, das könnte ich selber nie machen. Ja. Und nachdem man es selber nie machen könnte, war es für mich irgendwie unfair, wenn ich dann diese Drecksarbeit einen anderen machen lassen würde. Okay. Und insofern war für mich die Konsequenz dann einfach kein Kalb essen. Und dem Kalb folgten dann schrittweise auch alle anderen Tiere. Und in letzter Konsequenz auch deren Produkte wie Milch, Eier oder Honig. Geht dir das auch ab und zu, so mal ein blutiges Steak oder so? Fleisch übrigens gar nicht, ne? Gar nicht, ne? Also es war für mich ein leichter Schritt, Vegetarier zu werden damals. Ja. Ein viel schwererer war es dann zu realisieren, dass man plötzlich vegan ist. Ja? Also keine Eier. Genau. Dann. Als Vegetarier kriegst du überall was. Ja? Du kannst überall hingehen und kriegst irgendwelche Fleischersatzprodukte oder isst halt ein Gemüsestrudel oder was, das gibt's überall. Ja? Aber vegan kriegst du in einem normalen Wirtshaus nicht. Das stimmt, nicht. Das ist schwierig. Ja? Wobei veganes Essen tatsächlich ein echter Trend ist und nicht etwa nur ein Hype, der bald wieder vergessen ist. Und vergessen sollten unsere beiden Köche jetzt auch nicht mit ihrem Rostbraten weiterzumachen. Die Kartoffeln, ich habe da drüben jetzt ein Fett aufgestellt, natürlich wieder Rapsöl, die werden wir jetzt da anbraten. Ja. Einfach nur mit Salz und ein bisschen Majoran dann auch würzen. Wunderbar. Und die Röstzwiebeln müssen wir noch machen. Für dieses kleine Geschmackswunder werden zunächst Mehl und etwas Paprikapulver in einer Schüssel vermengt. Und dann kommen ganz einfach rohe Zwiebelscheiben dazu. Das alles wird nur mehr vermengt und kann auch schon in eine Kasserolle mit heißem Fett wandern. Und dann lasse ich dich allein damit. Du bist so lieb und schaust, dass man es nicht schwarz wird. Mhm. Du kannst zwei Dinge gleichzeitig, weil ich mache die Kartoffeln. Ich lege dir da ein Papier auf. Gib bitte her, zum Rost, ja. Zum Rausgehen. So wie hier steht Charlie Schillinger auch in seinem Lokal am Herd. Sein Dorf braucht also keinen Wirt. Andere sehr wohl. Und genau darum geht es auch ab morgen in Dorf braucht Wirt auf Puls 4. Drei ländliche Wirtshäuser am absteigenden Ast sollen von prominenten Coaches, konkret Star-Gastronom Leo Hillinger, Szenewirtin Stefanie Herkner und Küchenstar Walter Triebel vor dem Untergang gerettet werden. Um 19.45 Uhr startet morgen der Puls 4-Kampf gegen das Wirtshaussterben. In unserer Gegend ist es ganz stark, dieses Wirtshaussterben. Es ist einfach, wir hatten in Großmuggel zum Beispiel, hatten wir früher 1800 Einwohner irgendwann einmal und da gab es kein Fernsehen und gar nichts. Von den 1800 Einwohnern waren die meisten Knechte und Mägde und die gingen in eines von den vier Wirtshäusern und alle konnten gut davon leben. Mhm. Jetzt ist es so, dass es kaum mehr Ortsbevölkerung gibt, die wirklich ausgeht am Abend. Einfach weil viele auch weggezogen sind eigentlich. Viele sind weggezogen, ja, die Jugend zieht ganz stark ab und dann ist es halt so, dass es gibt zwar noch diese ganzen Festlichkeiten wie ein Totenmahl oder eine Hochzeit oder so. Damit kann sich ein Wirt noch ein bisschen übers Wasser retten. Aber das hilft über das ganze Jahr auch nicht, weil so viele Leute sterben nicht und so viele werden nicht geboren. Richtig, also und das ist auch ganz schwierig. Wie willst du denn das Personal dann irgendwie handeln? Du musst eine Nische finden. Einfach nur das ganz Übliche anbieten. Schnitzel und Frittatensuppe und Coca-Cola und Bier, ja, das hat eh jeder. Also du musst irgendwie aus der Reihe tanzen und dann hast du Chance, dass du überlebst. Und so ist ja auch das vegane Wirtshaus in Großmuggel aufgeblüht. Olivers Kartoffel braten herrlich vor sich hin. Die Soße ist schön eingedickt und auch die zweite Fuhre Röstzwiebel darf jetzt schon aus dem Öl.
ganz wichtig beim Röstzwiebel ist, wenn Sie den zu Hause machen, dass Sie nicht glauben, dass wenn Sie jetzt das aussehen, nochmal bist du deppert, der ist noch ein bisschen lätschert, der ist nicht, gar nicht so knusprig, wie man denkt. Sie müssen ihn ein bisschen liegen lassen. Der braucht ein bisschen Luft und dann wird er wirklich schön knusprig. Ja. Nun fehlt nur mehr das Tofu-Fleisch. Die Zubereitung ist hier denkbar einfach, nachdem es schon vorgegart ist. Das Tofu kommt jetzt nur noch mit etwas Öl in eine Pfanne und wird noch kurz angebraten. Aber das schaut schon gut aus. Siehst du, es geht ja nur um die Optik und um die Konsistenz. Ja, wenn es ein bisschen knusprig ist, ist es gut und so. Also das ist echt nur mehr, wie man es persönlich gerne hat. Sehr gut. Würzen braucht man das gar nicht. Durch diesen vielen schwarzen Pfeffer und durch die Sojasauce haben wir genug Säure auch drin. Okay. Ich gebe jetzt ein bisschen Majoran drauf. Ja, gerne. Und ein wenig Kümmel. Die Kräuter kommen nicht nur auf die Kartoffeln drauf, sondern auch zur Soße hinzu. Und nun kann eigentlich schon angerichtet werden. Zuerst das angebratene Sojafleisch, dann die herrlich reduzierte Soße, die wunderbar angebräunten Bratkartoffeln und zum Schluss der würzig knusprige Röstzwiebel. Also ausschauen tut es mir authentisch, ne? Genau, ausschauen tut es wie ein Zwiebelrostbrot, das muss man ernsthaft sagen. Also ein Augenschmaus ist diese vegane Variante schon mal auf alle Fälle. Aber ist sie auch ein Gaumenschmaus? Ich fange natürlich mit dem Fleisch an, das noch kein Fleisch ist. Ja. Und ich mit die Kartoffeln. Auf die Soße freue ich mich besonders, weil die riechen tut die, also das ist der nackte Wahnsinn. Das ist gut. Ein bisschen nach. Zwei von der Soße muss sofort noch was nachnehmen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einer Blindverkostung einen klassischen Zwiebelrostbraten von dem nicht unterscheiden könnte. Das könnte ich. Okay. Aber der Geschmack ist saugeil nah dran. Das muss man wirklich sagen. Saugeil nah. Bist du deppert? Der wird ja heute richtig ausfällig, der Hoffinger. Aber nicht nur Oliver ist begeistert, sondern auch noch das ganze Team. Der Appetit auf vegane, vor allem aber köstliche Wirtshausküche will jetzt weiter befriedigt werden. Auch wenn die nächste Speise eher amerikanische Wirtshausküche ist. Jetzt geht's weiter mit einem Burrito. Jetzt ist natürlich meine prinzipielle Frage, Burrito und Wirtshausküche, warum? Wir haben früher auch ein bisschen so Burger eingeflossen bei uns im Lokal und Clubs haben schon die ganzen normalen Geschichten, die man so halt kennt für junge Leute. Und der Burrito ist eines der Überbleibsel, die wir von damals noch hinübergerettet haben, weil er einfach wahnsinnig gut gekauft wird bei uns. Es schmeckt ja auch sensationell. Ja. Also ein guter Burrito, bis zu deppert da geht. Aber jetzt frage ich mich natürlich, Burrito vegan, wie soll das funktionieren? Also was ist da jetzt alles drin? Nur einfachste Zutaten. Zwiebeln, rote und weiße Bohnen, Chili, veganer Käse, Salat, passierte Tomaten, vegane Mayonnaise, Tomatenmark und etwas Tofu. Okay, und womit fangen wir an? Wir werden den Tofu ein bisschen klein schneiden. Okay. Das ist ein Räucherzwiebel. Und Zwiebel natürlich jede Menge. Das ist ein Räuchertofu. Okay, den gibt es jetzt im Supermarkt auch zu kaufen. Richtig, ja. Jetzt muss ich aber sagen, nicht alle schmecken mir. Ja, es wird ja auch der nicht schmecken, wenn du den kostest, ist wahrscheinlich. man muss wirklich verarbeiten, ja? Das ist aber einer der Grundprodukte, Grundprinzipien beim Tofu. Ja, also, ich habe immer das Gefühl, die Leute kaufen den Tofu und passiert nichts, oder? Also einfach nur ein Tofu-Panieren abbraten. Das ist, du kaufst ja auch kein Hühnerfleisch und magst nichts damit und hast es in die Pfanne, das schmeckt ja auch nach nichts, oder? Muss man sehr puristisch unterwegs sein. Ja. Ja, den Fehler machen tatsächlich so viele, dass deshalb so wenige Menschen Tofu eine zweite Chance geben. Also von wegen, Tofu schmeckt am besten, wenn man ihn kurz vor dem Servieren durch ein dickes Steak ersetzt. In unserem Fall wird dieser zunächst von Oliver klein geschnitten und angeröstet. Und auch bei Charlie Schillinger schmurgeln die Unmengen an Zwiebeln schon herrlich in der Pfanne. Das Endprodukt, unsere Burritos, sollen übrigens am Ende überbacken werden. Dafür müssen wir natürlich das Rohr aufdrehen. Und zum Gratinieren braucht man den Grill. Kurz warten, dann geht das Display an. Jetzt können wir da durchswitchen. Was haben wir da? 3D brauchen wir nicht, Pizza brauchen wir nicht, Umluftgrill brauchen wir auch nicht. Großflächengrill brauchen wir. Das heißt nämlich, die ganze Länge oben wird jetzt quasi zum Grill. 280 Grad finde ich sensationell. Mehr brauchen wir nicht. Wir starten. Der Ofen nähert sich jetzt rasend schnell den höllisch heißen 280 Grad, die Oliver zum Gratinieren haben möchte. Der Tofu kann nun vom Feuer und der Zwiebel hat nun auch schon die passende Farbe. Können wir loslegen? Ja. Okay. Mhm. Dann Tomatenmark. Genau. Also anders wie bei der ersten Speise ist es hier so, dass es wirklich nur glasig angerichtet sein muss, das reicht uns. Ah, weil die Bohnen natürlich auch viel Geschmack hergeben und wir haben auch den Räuchertofu, geht auch Geschmack her. Ja, und vor allem das von der Paradeissauce, ja. Mhm. Die hast du da? Mhm. Bist du auch der Meinung, man sollte ab und zu diese passierten Paradeiser oder auch die aus der Dose kaufen, gegenüber, wenn sie in Österreich nicht Hochsaison haben, oder? Ja,
Also wir kochen die selber ein und haben natürlich einen Vorrat, aber wenn das zu einer Neige geht, dann greifen wir schon zum Tetrapack. Der Paprika folgen nun die Bohnen. Gehackte Chili. Dann der geröstete Tofu und schließlich die Tomatensauce. Nach nur wenigen rührenden Momenten sieht das Ganze eigentlich schon wie eine eigene köstliche Speise aus. Auf der Basis jetzt, Oliver, können wir machen, aber jetzt ein bisschen mehr Tomatenmehl und ein bisschen Suppe dazugeben, ein bisschen dünner machen, haben wir eine herrliche Bohnensuppe. Ah, alles klar. Quasi mexikanische Bohnensuppe. Mexikanische Bohnensuppe, ist nichts dabei, ja, ist ganz gut. Wenn man jetzt statt den Tofu ein Sojagranulat reinnimmt und Mais dazu, kann ich ein Chili con Carne machen oder Chili sin Carne eigentlich in diesem Fall. Ah ja, sin Carne natürlich. Ohne Hund. Also nein, das schreibt sie anders. Ja, ich weiß, was Sie jetzt denken. Als Komiker würde Oliver wahrscheinlich verhungern. Gut, dass er Koch geworden ist. Die Bohnenmasse kann nun in die Tortilla-Fladen gefüllt werden, die von Charlie Schillinger auch schon in Burrito-Form gebracht werden. Und jetzt wird Oliver stutzig. Was kommt jetzt drauf? Gar nichts mehr, jetzt kommt es rein in den Ofen. Jetzt kommt es rein in den Ofen. Kommt grad, der Käse kommt zum Spät. Der kommt dann, später drüber. Ja. Gut. Oder haben wir es vergessen? Ja. Wissen wir, ui. Wollt ihr es nicht draufgeben? Nein, eine. Eine? Aber warum gehen wir nicht drauf? Können wir draufgeben und die Mais lassen wir weg, oder? Genau. Nein, du kannst den Mais draufgeben und den Kaster. Das okay. Ist gut. Kinder, was soll das? Das mit dem Mais und Käse drauf ist schon ein bisschen komisch. Ist komisch? Ja. Machen wir es nochmal. Okay. Egal, wir weg genug da, oder? Außer, genau. Also friemeln unsere beiden Spitzenköche die Bohnenmasse wieder aus den Burritos raus. Burschen, ihr wisst schon, dass dieser kleine Fauxpas auf Sendung geht, oder? Wehe. Wehe. So. Dann kommt er immer zum Zurück zum Start. Damit sie beim zweiten Versuch nicht wieder drauf vergessen, kommen der vegane Käse und der Mais nun als erstes auf den Fladen und dann erst die herrliche Bohnenmasse. Zu Burritos geformt kommen die gefüllten Fladen nun in den Ofen mit den höllischen 280 Grad Obergrillhitze. Ausschauen tut sensationell. Jetzt wird es außen knusprig, innen ist es cremig, es schmeckt nach Bohnen, es schmeckt nach Mexiko, aber es schmeckt auch nach Österreich. Ja. Ja, ja. Muss man wirklich sagen. Dazu empfehle ich einen Vogelsalat, empfehle ich dazu. Es ist wirklich heiß draußen, ja, es ist die Jahreszeit. Gut, Vogelsalat haben wir da, schon putzt, den werden wir jetzt marinieren. Genau. Wofür brauchen wir die Mayo? Die darf man dann oben drauf, so quasi als Dip Clash nochmal. Das, okay. Das ist doch gut. Da bin ich ganz zufrieden. Der Salat wird nun einfach mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfeffer angemacht. Da hast du jetzt noch was hergerichtet. Finde ich auch sensationell. Und zwar Blüten, ja. Getrocknete. Also schmecken tun sie eigentlich nicht sehr stark. Das ist einfach, was haben wir da alles dabei? Ich glaube, keine Ahnung. Ringelblume haben wir dabei, Rosenblüten sind dabei, Kornblumen sind dabei. Und während sich die beiden Blumenkinder über Blüten unterhalten, blüht den Burritos ein höllisches Inferno. Das war aber schnell. Also wenn Ihnen jemand einredet, dass seine Speise mit dieser Farbe wunderbar karamellisiert ist, dann lügt er. Sie ist einfach nur verbrannt. Da hat wohl jemand die Leistung seines Rohres unterschätzt. Also Leitl, auf ein neues. Das dritte Mal jetzt. Wehe, du schneidest es rein. Würde ich niemals machen. Beim dritten Versuch und nach dem zweiten Lapsus wissen die beiden ja schon, wie es geht. Fladen, Käse, Mais, Füllung, einrollen, Ofen. Und aus einer Mischung aus Angst und Respekt vor dem Ofen und seiner Höllenhitze hockern sich Oliver und Charlie nun gemeinsam vor das Backrohr und schauen den Burritos beim Fertigwerden zu. Und das geht tatsächlich in Windeseile. Oh, schon tut das ja super. Super crunchy, nehme ich an. Ja. Ich freue mich ja schon. So, und jetzt kommt der Salat dazu. Dann tun wir den Salat in die Mitte und... okay. Und bitte haltet euch jetzt nicht zu lange mit Kleinigkeiten auf. Jetzt richtet doch bitte an, schneidet die Teile auf und sagt uns, wie es geworden ist. Also sensationell, außen knusprig, innen cremig, vollmundig, Tomate, leichte Säure, die Bohnen haben die Süße, ein bisschen scharf. Ja. Die Mayo finde ich auch besonders super. Wenn's beim Schillinger sind, essen Sie ein Burrito. Das ist ein typisch österreichischer Wirt. Und jetzt bleiben Sie dran, denn jetzt kommt die Verena Schneider und die kocht sich schlank mit mir. Und zwar mit einer fruchtig-käsigen Parmigiana. Eine köstlich-intensive Geschmacksbombe, die tatsächlich die Kilos purzeln lässt. Gleich in Koch dich schlank, Koch mit Oliver.